So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, nämlich Bierpower. Das immer noch T-Shirt vom Naturin. Guck, könnt ihr das lesen? Hatte ich heute draußen an. Das Wetter ist nämlich momentan richtig schön. Bis das Video rauskommt, ist das Wetter bestimmt nicht mehr richtig schön. Aber jetzt ist das Wetter noch richtig schön und deswegen war ich heute extra wandern im Netto, im sonst was. Eigentlich hat das gar nichts mit dem Video zu tun, denn ich bin jetzt hier und teste was. Was ich die Tage mal gesehen und gekauft habe. Letztens, Adi, nein, tu mir nicht immer dein After da. Ich muss dann immer reingucken, ja. Letztens war der Hannes da und der Hannes hat mir doch diese Brogy Balls mitgebracht von 4Bro. Kennt ihr die Firma 4Bro? Das hat nichts mit Matt Riddle, unserem Original Bro, zu tun. Grüße gehen raus an den WWE-Wrestler, weil der guckt nämlich immer meine Videos. Auf jeden Fall hat Hannes 4Bro Brogy Balls mitgebracht. Das waren sozusagen Käsebällchen, nur nicht mit Käsegeschmack, sondern mit verschiedenen Geschmäckern. Da gab es Salsa, da gab es Sucuk, da gab es Cheddar Jalapeno und es gab Bubblegum als Käsebällchen Geschmack. Das hat wie Puffreis geschmeckt. Jetzt war ich unterwegs im Rewe und habe gesehen, oh, davon hat Pupsi immer berichtet, der 4Bro Eistee. Das ist gerade Lemon von Bros für Bros, also von Bros for Bros. Bro Points sammeln, Goodies save. Ich weiß immer noch nicht, was es damit auf sich hat, weil hier irgendwas mit Barbershop. Heißt das, wenn ich genügend 4Bros gesammelt habe, dann richten die mir meinen eigenen Barbershop? Oder ich darf dann kostenlos im Barbershop meinen riesen Schnauzer wegmachen lassen? Wie, was ist mit Tay? Was ist mit Frauen, die dann, ach so, die haben ja Nageldesign, Studio und Shisha-Bar danach. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Auf jeden Fall könnt ihr hier immer die 4Bro-App scannen. Ihr habt hier immer was zum Aufruppeln. Ich werde ihn aber auf jeden Fall einfach nur trinken. Erfrischungsgetränk aus Schwarztee-Extrakt mit Zitronengeschmack. Zack. Und vor allem vegan. 4Bro. Sieht auf jeden Fall edel aus. Und dann gibt es auch noch den 4Bro Mango Maracuja. Das ist die zweite Sorte. Eistee Mango Maracuja. Ne? Komischerweise dachte ich Lemon Pfirsich. Lemon Pfirsich. In dem Regal war jetzt eine Lücke ohne Schild. Entweder gab es eine vierte Sorte, vielleicht hatten die ja Lemon, Pfirsich, Mango Maracuja und dann die Special Sorte. Oder es gibt nur drei. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es mal rein. Aber von den Chipstüten gab es ja auch vier. Es gab ja auch 4 Swords, 4Bro Brogy Balls. Vielleicht gibt es auch 4 Teesorten. Weil 4Bro immer 4 Sachen macht von einer Sache. Also, ihr wisst Bescheid. Hier haben wir jetzt also noch das schwarze Entchen unter der Familie. 4Bro Broti Bubblegum. Das klingt schon richtig räudig. Die drei wollen wir aber heute testen. Mache ich mal so für das Thumbnail oder auch nicht. 4Bro. Und Adi rennt schon wieder rein. Wir fangen natürlich mit Zitrone an. Also mit Limone steht ja hier. Müsste ganz normal sein. Da habe ich auch beim Capital Bra Eistee eigentlich keinen Unterschied zu diversen anderen Tees geschmeckt. Ist halt einfach Eistee, Zitrone. Braucht ihr kein 4Bro, braucht ihr kein Capital Bra. Reicht eigentlich der normale Billig-Eistee, Zitrone, den es an jeder Bushaltestelle gibt. Genau. Riecht auch säuerlich. Ist eigentlich nicht so mein Fall. Hätte ich noch gut kühlen müssen. So, ist süffig, da kann man die ganze Packung gleich wegziehen. Sieht außerdem aus wie so ein altes Milchpack, ne? Wie sie es früher immer hatten im Amiland. Hier ist ein vermisstes Foto von Dr. Dre drauf. Dr. Dre. Muss ich sagen, schmeckt trotzdem sehr künstlich. Das schmeckt nicht mal wie professioneller markenhafter Lipton-Eistee. Das schmeckt wirklich einfach nur wie dieser vergammelte, billige Krümel-Eistee, den es immer gibt. Ihr kennt Krümel-Eistee, oder? Krümeltee, Zitrone. So schmeckt das.
Warum also 1,29 Euro oder 1,79 Euro, ich weiß gerade gar nicht, wie viel der gekostet hat, so viel ausgeben, wenn der vom Geschmack her einfach nur so richtig nach Chemie schmeckt, billig, ranzig, muss nicht sein. Vor allem habt ihr bei dem Krümeltee vielleicht 99 Cent dafür und ihr könnt die ganze Badewanne damit voll machen. Und hier ein Pack ist halt... Deswegen teste ich das ja, damit ihr wisst, dass ihr das gar nicht testen müsst oder kaufen müsst. Es reicht auch das andere. Wir ziehen ja den Vergleich. Jetzt haben wir Mango Maracuja. Mango Maracuja ist wenigstens eine Sorte, die so nicht geläufig ist. Meistens gibt es nur Pfirsich und Zitrone. Also kann das schon mal nicht nach dem Pfirsich-Krümeltee schmecken. Es ist ja Mango Maracuja. Gucken wir mal, was der kann. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Finde ich auf Anhieb besser als den Zitrone. Denn der Zitrone, der hat halt wirklich richtig chemisch und billig geschmeckt, war sehr säuerlich und hat irgendwie so gebrannt durch die Säure. Da kriegt ihr bestimmt gleich wieder Sodbrennen. Der schmeckt fruchtig, aber irgendwie nicht zu süß. Irgendwie matt. Ein bisschen matt von der Mango. Bam. Mango-Geschmack und dann reißt das ab und es hat so eine Matte, ne? Wenn ihr wisst, wie Matte schmeckt, dann schreibt es in die Kommentare. Also Mango-Maracuja, könnt ihr mal probieren davon. Ich glaube, mit dem schönen Mango-Saft oder Maracuja-Saft, kauft euch lieber einen Mango-Saft wahrscheinlich und macht ein bisschen Selta rein, macht euch eine Mango-Schorle. Das ist erfrischender und schmeckt auch gut. Alternativ, weil das eine besondere Sorte ist, könnt ihr euch mal Mango Maracuja von 4Bro. Aber wir haben natürlich noch den 4Bro Iced Tea Bubblegum, den wir jetzt auch mal öffnen. Und da denke ich jetzt wieder, kriege ich gleich das Brechen. Könnt ihr mal einen Adi testen. Adi, schnüffel mal. Adi, schnüffel mal. Adi. Interesse ist nicht da. Riecht auf jeden Fall richtig pervers. Kennst du das, wenn jemand vor dir steht und kaut Kaugummi und stinkt aus der Fresse einfach nur nach Juicy Fruit und er labert mit dir und du kriegst das halbe Brechen? So riecht das, also original. Ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Kann natürlich dann nur Chemie sein, ne? Als ob es eine Bubblegum-Frucht gibt, die am Baum wächst oder im Gebüsch. So, okay, der ist auf jeden Fall sehr speziell. Ich könnte mir vorstellen, viele Leute mischen ja gerne mal Wodka Energy oder so bei den Älteren oder den Jugendlichen, so Wodka Energy oder Wodka O. Ich glaube, so Wodka Bubblegum wäre so eine Alternative zu Wodka Energy und dass es kein Energy ist und nicht wach macht, aber dass das so eine Marke vereint, dass es so Bubblegum-Tee-Geschmack mit irgendwas, was nicht so aufdringlich ist, zum Mischen von irgendwelchen Cocktails oder Getränken, kann ich mir den sogar gut vorstellen. Ansonsten schmeckt das, wir werden ja einen alten, ausgelutschten Kaugummi einfach 2 Wochen in ein Glas Wasser gelegt habt und dann trinkt ihr da die Brühe ab und denkt, eigentlich ist das ja Wasser, aber irgendwie schmeckt das so... nach 4Bro Iced Tea. Das ist die Aussage dahinter. Also, wenn ihr wirklich mal was ganz Spezielles probieren wollt, holt euch den halt. Den habe ich jetzt aus dem Rewe, im Rewe gesehen. 4Bro Iced Tea Bubblegum. Könnt ihr eure Freunde und so, ey Bruder, komm, hör auf zu kauen. Du kannst doch jetzt trinken den Kaugummi. Und dann freuen die sich und sagen, richtig geniales Zeug. Aber ihr wisst, wie immer... Das Beste kommt zum Schluss und zwar haben wir wieder eine Dose 5-0er Dosenbier. Die müssen wir natürlich auch noch aufbrauchen. Das heißt, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut.
wie Badlands Chucks musst du das machen und dann einfach wegziehen und dann burp und einfach sonst was. Aber da kommt so viel Schaum, das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut und nicht nachmachen, euer Ramses. Ugh.